Der neue Battlefield 4 DLC-Trailer ist raus und er hat nicht nur ordentlich für das Battlefield 4 Premium-Angebot geworben, sondern er hat auch ein paar Hinweise über die nächsten DLCs Dragon's Teeth und Final Stand gegeben. Dragon's Teeth ist ja gerade ganz aktuell im Kommen, Anfang Juni soll es ja endlich erscheinen und ich habe heute mal ein paar Screenshots aus dem Trailer abfotografiert, deswegen ist die Qualität der Screenshots vielleicht nicht so Bombe, aber ich wollte halt genau die haben, um darüber zu reden und mithilfe diesen Screenshots werde ich so ein bisschen über das Battlefield 4 DLC Dragon's Teeth spekulieren und wenn es auch noch klappt, also wenn es zeitlich noch hinkommt, vielleicht auch über das DLC Final Stand und wenn nicht, dann wird das im nächsten Video kommen. So, wie gesagt, jetzt werde ich nacheinander schön diese Screenshots einblenden, das Gameplay im Hintergrund wird dann einfach pausiert. Heute deswegen auch kein Mission X Gameplay, denn da will ich eigentlich so ein durchgängiges Mission X Gameplay haben, wo ich auch die Kills immer so zählen kann und heute wird das Video wahrscheinlich größtenteils aus Screenshots bestehen. Gut, wir fangen an mit dem ersten Screenshot, das ist eine relativ frühe Szene im Trailer des Dragon's Teeth DLCs, also in diesem Trailer werden ja alle 5 DLCs kurz hintereinander vorgestellt und das ist eine relativ frühe Szene aus dem Dragon's Teeth Part. Dort sieht man den Typ mit dem Riot Shield, der sitzt da anscheinend und wehrt ein paar Kugeln ab. Man sieht seinen Squadmate oder zumindest sein Teammate hinten nebendran stehen, der eben über dieses Riot Shield drüber schießen kann. Es wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass das Riot Shield nur ein Gadget des Supporters sein wird, also des Ammo-Soldaten, wie man so schön im Deutschen sagt. Und nebenher kann der Supporter quasi auch noch seine richtige Waffe tragen, also er kann sowohl durch Ambushen mit seinen 200 Schuss Magazin oder was man so meistens in diesen LMGs hat und er kann sich auch gut verteidigen mit dem Riot Shield. Es wurde auch bekannt gegeben, dass man das Riot Shield wahrscheinlich aufstellen kann, beziehungsweise das wurde mehrfach spekuliert und aus irgendwelchen geheimen Quellen herausgefunden, was weiß ich, wie das genau jetzt abgelaufen ist. Auf jeden Fall soll man das aufstellen können und dann einfach über das Riot Shield auch drüber schießen können. So soll das Ganze funktionieren. Man hat es jetzt auch in den verschiedenen Videos gesehen, die zu Dragon's Teeth neuen Waffen rausgekommen sind, dass die Scheibe vorne am Riot Shield kaputt gehen kann. Also man kann wohl doch als Gegner eine gute Chance haben, den hinter dem Riot Shield auch zu töten. Gut, wir fangen an. Wir machen weiter mit dem nächsten Screenshot. Dort sieht man eine Map. Das wird wahrscheinlich eine Stadtmap sein in Dragon's Teeth. Der Name ist von dieser Map noch nicht bekannt gegeben worden. Wurde auch noch nichts spekuliert darüber, was für eine Map das hier sein könnte. Man sieht auf jeden Fall extremen urbanen Kampf, sag ich mal, extremen Städtekampf. Links, rechts, überall Häuser, eine dünne Straße, die durchführt. Es sieht nach extremen Nahkampf aus. Es sieht einfach geil aus. Das, was eben Battlefield 4 richtig geil ausmacht. Aber man kann, so wie es zumindest aussieht auf dieser Karte oder auf dieser Straße, sage ich einfach mal, trotzdem noch mit dem Fahrzeug durchfahren. Sonst würde es diese Straße nicht geben. Sonst würden da Trümmerteile oder kaputte Autos liegen und so weiter. Also ich denke, dass man da trotzdem noch mit einem BTR oder vielleicht zumindest mit einem Buggy oder sowas dann noch durchfahren kann und damit eben so eine Flanken gelangen kann oder auch die Häuser zerstören kann. Es wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn es ein BTR gäbe, was auch die Häuser so ein bisschen zerstören kann, was die Deckung des Gegners wegnehmen kann. Also diese Map sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Ungefähr ein bisschen so wie Grand Bazaar, diesen kleinen Tunneldurchgang, den man da sieht, nur halt noch ein kleines bisschen offener, wie das hier aussieht. Also ich freue mich auf diese Map ganz, ganz besonders, denn das sieht nach einer zerstörten Stadt aus. Und das wurde ja auch so angekündigt. Also, da freue ich mich drauf. Wir machen weiter mit dem nächsten Screenshot. Und zwar geht es hier um auch wieder eine Dragon's Teeth Map mit einem Heli. Das sieht so ein bisschen aus wie Morgendämmerer. Man fliegt eben relativ tief, Mensch, was für eine Wortkombination, mit den Heli hier durch die Straßen und zerstört die Gegner, sage ich einfach mal. Also, ich dachte einfach, der Screenshot, der sagt jetzt wohl nicht so viel über das DLC aus. Aber ich denke mal, daran kann man sehen, dass natürlich auch Fahrzeuge in Dragon's Teeth eine wichtige Rolle spielen werden, dass man quasi auch mit den Heli durch die Stadt gehen wird. Das große Risiko bei dieser Sache ist eben auch, dass es eine AA geben wird. Höchstwahrscheinlich, wenn es ein Heli gibt, gibt es eigentlich immer eine AA dazu. Und die hat dann doch in der Straßen- oder in diesem Straßenkampf eine relativ gute Chance, da durchzukommen und den Heli zu zerstören. Und auch mit RPGs und Smalls wird man eine relativ gute Chance haben, was gegen den Heli auszurichten, denn links und rechts sieht man hohe Gebäude, das heißt der Heli muss tief operieren, also ziemlich, ziemlich tief am Boden und ich denke mal, da wird der Heli wenig Chancen haben, gut durchzukommen. Wir machen weiter mit einer Szene im Trailer, die mich wirklich sehr, sehr gespannt gemacht hat auf den Trailer. Man sieht hier wieder eine chinesische Stadt und man sieht eine Bahn, einen Zug, der offensichtlich aus Revolution Event durch diese Map fährt. Es ist also so ähnlich, ich weiß nicht, wer Black Ops 2 gespielt hat, wird es kennen von
Ihr wisst sicher, welche Map ich meine. Da fährt ja auch hin und wieder dieser Zug durch. Und dieser Zug hat offensichtlich eine ganz schöne Geschwindigkeit, der die Fähigkeit hat, natürlich auch Tanks zu zerstören. Im Trailer ist das eine bombastische Szene, wie der Zug einfach gegen den Tank crasht. Ist auf jeden Fall eines der Levolution-Events, auf die man sich freuen kann, auf den neuen Dragon's Teeth-Maps. So, wir gehen weiter mit dem Screenshot eines nächsten Levolution-Events. Das ist ein Wasserturm, der einstürzt. Also es sieht aus wie die Map Propaganda. Es wurde ja gesagt, dass die Map Propaganda wahrscheinlich ein eher offeneres Gelände sein wird. Das hier sieht mir eher aus wie ein Regenwald und vielleicht noch ein paar Wiesen zwischenrein um den Wasserturm. Das heißt, das könnte die Map Propaganda sein, die eventuell diese offenen Gebiete hat, wo aus Levolution-Event dieser Wasserturm einstürzen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit wirkt sich das Wasser auf die Spiel weiß er aus. Wird das so ähnlich sein wie bei Floodzone, also bei Flutgebiete, oder wird das einfach nur dann ein durchnässtes Gebiet sein, wo man vielleicht etwas langsamer laufen kann? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen da viele, viele Möglichkeiten offen. Ich hoffe nicht, dass es so wie in Floodzone wird, weil ich finde das relativ nervig dann, wenn unten das Wasser ist, dann muss man ständig rumschwimmen und so. Also da würde mir das doch eher gefallen, wenn dann mit dem Wasser etwas anderes angestellt wird, wenn zum Beispiel einfach das Gebiet leicht unter Wasser steht und man langsamer durchlaufen kann. Das wäre mal eine interessante Sache. So, dann war es das im Prinzip auch schon mit den Dragon's Teeth Screenshots. Jetzt allgemeine Meinungen. Wir schaffen es dann doch nicht mehr mit den Final Stand Screenshots. Die werde ich dann in einem anderen Video ansprechen. Allgemeine Meinung ganz kurz. Also, ich finde es richtig geil, besonders dieses Bild mit der Stadt. Also das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Da freue ich mich schon drauf auf diesen Nahkampf und vielleicht auch auf diesen kleinen Fahrzeugkampf, der da stattfinden wird innerhalb der Stadt. Dann natürlich auch freue ich mich auf den Zug. Keine Ahnung, ich bin ja der Zug-Fan, ne? Nee, Quatsch, also ich freue mich auf die Levolution-Events, die neu dazukommen werden, denn ich denke nicht, dass es nur auf zwei Maps das Levolution-Event gibt. Man hat jetzt zwei Stück gesehen, den Wasserturm und den Zug. Es kommen ja vier Maps dazu, das heißt, es wird auch noch zwei neue Levolution-Events geben, höchstwahrscheinlich, und da freue ich mich natürlich auch auf diese. Also das scheint gut zu werden und das DLC sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Viel kann man, wie gesagt, noch nicht über das DLC sagen. Der Trailer-Ausschnitt war ja auch jetzt nur, keine Ahnung, lass das mal 10-12 Sekunden gewesen sein. Vielleicht werde ich den am Ende des Videos nochmal dran packen, falls es da keine Probleme mit EA gibt, mit dem Publisher. Na gut, also dann würde ich mich verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Zugfan.